Die meisten jungen Menschen wissen gar nicht, welche wertvollen Fähigkeiten in ihnen drinstecken. Ich habe noch gar nicht erkannt, was das für eine großartige Aufgabe ist, Straßen und Plätze in Deutschland zu möblieren, schicker zu machen. Ganz am Anfang habe ich selber Angst gehabt, weil ich hatte ja einen guten Beruf, Maschinenbautechniker. Ich habe mich am Anfang selbstständig gemacht, weil ich morgens nicht so früh aus dem Bett wollte. Ich wollte ausschlafen. Und später reizt einen die Aufgabe. Dann will man einfach besser sein. Wenn man nicht so gut ist, ist doch gar nicht schlimm. Dann muss man erst mal überlegen, Mensch, wie kann ich denn das besser machen? Man darf nicht so schnell aufgeben, man muss am Ball bleiben. Und wenn man mal eine Niederlage hat, mein Gott, nochmal, da bricht doch die Welt nicht zusammen. Wir haben alle Chancen der Welt in unserem Land. Wir sollten alle sehr, sehr glücklich sein, dass wir in einem Land leben, wo der wirtschaftliche Erfolg überhaupt nicht davon abhängt, ob man reiche oder arme Eltern hat. Wenn man wirklich was will, kann man praktisch alles erreichen. Geh es an, es ist dein Leben, mach was aus dir, denn es sind tausend und deine Chancen.